Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Was? Es ist noch nicht vorbei. Was ist hier geschehen? Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Und warum sucht ihr nach der Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Es ist sehr dubios. Wir suchen hier eine Person. Hier gibt es tausende Personen. Ja, dunkel ist es geworden. Ich würde sagen, bevor ich zum Jarl gehe, werde ich, da mein Gepäck eh überladen ist, erst einmal möchte ich mich hinlegen. Und diesmal nicht in meinem Zelt, sondern ich werde mir ein Gasthaus gönnen. Ich werde mir die beflaggte Meere gönnen. Besser ist das. Besser ist das. Was war das für ein Schrei? Was hat das zu sagen? Er drang in mein Ohr und irgendwie dachte ich, er ist für mich bestimmt. Von wem kam dieser Schrei? Merkwürdig. Nun gut. Gedanken abschütteln. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Schaut nicht so müde drein. Ich bin aber richtig müde. Bevor ich morgen zum Jarl gehe, werde ich mir doch meine Magierrobe anziehen, damit ich standesgemäß auftrete. Und werde meinen Fellumhang hier im Rucksack lassen. So, dann trinke ich mal was. Tja, heute bin ich nicht unbedingt in einer Höhle oder irgendwo an einem gefährlichen Ort. Dann kann ich mir doch einen Schluck Wein auf diesen ganzen Schreck, auf diese ganzen Ereignisse bringen. Oh. Was gibt es? Oh, was wollt ihr mir? Was willst du mir verkaufen? Das Salz bräuchte ich wieder. Nehmen wir mal. Und Kartoffeln. Jo, warum nicht? Warum nicht? Danke dir. Wollt ihr was zu trinken? Ihr seht aus wie eine Rotwardonin. Draußen vor den Toren, das suchen Krieger danach. Nach einer Rotwardonin. Sei das nicht zufällig? Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Wo geht sie hin?
Oh. Ich sehe kaum noch was. Ah, ich hatte den Wein. Der Wein ist, ich meine, ich... Oh. Was, wohin führt sie mich? In ihr Zimmer? Wer weiß, was sie dort will. Huch. Entschuldigt. Huch. Hallo? Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Huch. Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikia also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Ich will dich doch nicht töten. Ich habe gerade einen Drachen getötet. Ich habe keinerlei Bedürfnis danach, jetzt auch noch dich zu töten. Beruhigt euch. Beruhige dich. Ich werde dir nichts tun. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht. Was genau benötigt ihr? Was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikia, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie denkt ihr, kann man sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Oh, mein Kopf wird wieder ein kleines bisschen klar. Ja, wenn die Geld wollen, ich kann höchstens mal hin und kann fragen. Mehr nicht. Hast du irgendwelche Vorschläge, wo ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Ja. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Hier ist was los in dieser Stadt. Erst wird ein Junge entführt. Die zwei Clans kämpfen gegeneinander. Ein Drache ist vor der Stadt. Hier ist richtig was los. Weshalb sind diese Alik, sagtet ihr, hinter euch her? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmiri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Guten Morgen. Und warum wendet ihr euch nicht an die Wachen? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos. Gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann hier in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Ich habe diese Männer als loyal empfunden. Wir haben zusammen gegen einen Drachen gekämpft. Vielleicht solltet ihr euch doch einmal an die Wachen wenden. Aber ich schaue, was ich tun kann. Besonders beliebt. Komm zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. So, nach Weißlauf geritten von Rorikstad stammt. Großreden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch besteht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet. Beeilt euch! Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Nein. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Nein, ich brauche wieder ein bisschen rohe Zutaten, damit ja, ich mir etwas kochen kann. Schön spielt er ja, dieser Michael.
Wenn seine Faust immer noch wehtut in meinem Gesicht. So, dann. Hulda, ne? Das war der Name. Ich brauche... Ja, danke, dass ihr hier kommt. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. Ja, das... Oh, das spricht sich hier schnell rum. Er spricht sich hier wirklich schnell rum. Ich brauche ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Ein Prost. Ist es wieder das da oben? Auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Das Zimmer gefällt mir gut. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Endführer Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden das Leben nach dem Tode mit Schwertern vertreiben. Wir kommen, wir Elfen. Wir glauben nicht an Sovngarde. Aber die Nord tun es. So, dann rein ins Bett. Oh.